Ich begrüße euch recht herzlich zu einer weiteren Folge mit dem mächtigen Kaiserreich Österreich und dem Hause Habsburg. Zuletzt gelang es uns ja, die schottischen Low- bzw. Highlands zu erobern. Aktuell befinden wir uns tatsächlich noch im Krieg, werden diesen jetzt aber beenden mit Frankreich. Nehmen ihn hier noch. Hier bin ich halt tatsächlich hin und her gerissen. Man könnte ihn zum Vasallen nehmen. Ihn zum Vasallen nehmen und ihm zumindest erstmal mit den irischen Provinzen füttern. Ich glaube, das machen wir auch. Ich glaube, das machen wir. Österreichischer Vasallen. Obwohl, bringt das denn irgendwas? Ne? Wir machen es mal. So. Okay. Fordern. Sehr gut. Okay, dann müssen wir mal hier unten schauen. Er soll hier nach Norden gehen, dass wir hier das Bündnis hier, diese Durchmarschrechte aufkündigen. Jetzt sind wir nämlich bei minus 2 durch zu viele Beziehungen diplomatische. Komm schon, mach hin. So, können wir das jetzt hier nämlich aufkündigen? Ne, können wir nicht. Okay. Aber diesmal ist der Franzose tatsächlich hier und will Krieg führen. Interessant. Aber wir werden jetzt Folgendes machen. Wir werden jetzt erstmal hier den Friedensvertrag diktieren. Und zwar werden wir Kolumbien übernehmen. Dann werden wir diese Provinz noch nehmen. So, ich möchte auf jeden Fall alles Geld, was du hast. Ich möchte Kriegsreparationen. Und dann ist die Frage, holt man sich jetzt Paris? Also ich bin eigentlich fast dafür, dass wir ja sagen und uns Paris holen, weil es dort nämlich ein paar schöne Monumente gibt. Ich glaube, das machen wir. So. Oder gibt es denn noch was anderes, wo wir drauf Zugriff haben? Und sehen vielleicht. Nee, tatsächlich so erstmal nicht. Hier hat er noch Französisch-Mexiko. Interessant. Aha. Und da sind unsere Verbündeten. Wieso können wir das denn da nicht nehmen? Also ich habe keine Ahnung, wie die Neapolitaner und die Genuesen es geschafft haben, hier hinzugelangen. Haben wir das denn nicht zur Auswahl? Ne, wir können nur Kolumbien übergeben. Okay, schade. Das wäre natürlich jetzt noch richtig toll gewesen. Könnte natürlich auch sagen, man schneidet sie hier vom Wasser ab. Aber das ist tatsächlich nicht notwendig. Lieber so. Und dann machen wir mal Forderungen senden. Okay. Ja, aber wir haben es, wem gehört denn das jetzt hier? Das gehört Österreich. Das ist nicht, okay, wir haben es dann doch selbst bekommen. Interessant, okay. Interessant. Hier heißt es jetzt tatsächlich erstmal schauen, welche Sachen wir hier überhaupt machen können. Genau. Ja, uns gehen jetzt langsam die Punkte aus. Das können wir noch nicht. Hier machen wir schon. Okay. Dass wir dann zumindest hier oben Nova Scotia schon mal wieder gründen können. Ja, ansonsten heißt es jetzt dann doch einfach nur hier erstmal ausharren mit den Truppen. Und schauen. Also eventuell, also wir kriegen die Armeen jetzt halt nicht mehr zielgenau rüber. 18.000. 5.000. Ich möchte den Krieg eigentlich umgehend beginnen. Gegen den Briten. Das werden wir auch schaffen. Mit wem ist er denn verbündet? Verbündet ist er nur mit Schweden.
Schweden. Und Schweden ist dann wiederum verbündet mit Russland. Also können wir Schweden nicht komplett reinnehmen. Okay, da müssen wir schon auch ein bisschen aufpassen. Ah, unser Mana-Punkt, das sieht halt tatsächlich mit den Mana-Punkten gerade echt ein bisschen kritisch aus, ne? Wir erobern jetzt alles so schnell und können hier so viel losschlagen, dass wir halt tatsächlich ein Problem haben. Wir könnten die Eroberung von Calais erstmal anstreben und das würde man dann tatsächlich auch an Burgund übergeben. Und das hier unten nehmen wir auch. Okay. Ah, jetzt sind wir tatsächlich über die 100%, ne? 124, verdammt nochmal. Okay, hier kriegen wir 10, 15% kriegen wir runter. Ah ja, das ist jetzt nicht so angenehm. Das wird jetzt eine harte, harte Phase. Aber nichtsdestotrotz können wir dennoch Krieg führen, glaube ich. Jetzt wäre es vielleicht ratsam, tatsächlich mal ihn mit reinzunehmen. Aber, Moment. Wir wären nicht Österreich, wenn wir nicht vorher alles als interessante Provinzen deklarieren würden. Das alles um uns herum, wenn wir es denn wünschen, zu uns gehört. Also, weil er hat tatsächlich hier enorme Flächen. Er hat enorme Flächen erobert schon. Hört ihm das hier überhaupt alles? Ja, das ist alles seins, ne? Meine Güte. Hier sind noch so ein paar kleinere, die tatsächlich nicht ihm zugehörig sind, wo es noch Stämme gibt. Aber wenn wir das jetzt nicht anfangen zu unterbinden, der wird halt so, so stark, ne? Also da gibt es nicht viel zu lachen dann. Wenn dann auf einmal die Kolonialtruppen mit 100.000 Mann schon rüberkommen, ne? Jamestown, so. Müssen wir ja zum Glück auch nur einmal machen. Also wenn man das vor jedem Krieg nochmal richten müsste, da würde ich weinen. Da würde ich derartig weinen. Aber wir tun das jetzt mal alles als interessant markieren. In der Hoffnung, dass wir hier auch das alles bekommen. So. Komm schon. Mit den Indianerstämmen ist es eigentlich auch... Gut, das sind Indianerstämme. Passt. Passt, passt, passt. England, Krieg. Du hast 116 Schiffe. Hier bin ich... Ich bin jetzt tatsächlich hier gespannt, was jetzt hier rumkommt. Weil wir werden uns jetzt den Portugiesen mit reinholen. Der Portugiese hat 92 Schiffe. Er hat 117. Wollen wir mal hoffen, dass das gut geht. Haben wir hier irgendwo einen Belagerer? Hier hätte man einen Belagerer. Du gehst hier hin. Du holst dir mal diese Festung. Du holst dir diese Festung. Berater dankt ab. Okay, zwei gleich. Interessant. Zwei Berater danken ab, weil sie sich an unserem Hof nicht mehr wohlfühlen. Das ist schön. Begrüße ich nicht. Ja, nehmen wir das, dass wir wenigstens noch ein paar Einnahmen haben. Okay. Bessarabien. Hoffen wir mal, dass sich darum jemand kümmert. Wir werden in der Zwischenzeit dann hier einfach mal weitermachen. Okay, ich hatte halt wirklich gehofft... Ah ne, jetzt ist es zu Napo... Ah, jetzt ist es zu Österreichisch-Kolumbien geworden. Ach, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ach, das ist alles zu einem geworden. Ah, er hat das alles übernommen. Okay, 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 okay. Wie viel Prozent sind wir denn da jetzt? 124. Okay. Verstehe, verstehe, verstehe. Jetzt habe ich es gerafft. So. Hier machen wir schon alles. Hier geht's noch nicht. Wir müssen jetzt tatsächlich gucken. Also irgendwann müssen wir perspektivisch da Truppen rüberkriegen, ne? Irgendwann müssen wir da Truppen rüberkriegen. Aber das Schöne ist, dass wir selbst
wahrscheinlich hier auf dem Festland gar keine Truppen mehr so weit verbrauchen werden, glaube ich. Okay, da wird er geschlagen. Calais steht auch. Hier wird es halt natürlich negativ für uns ausgehen, würde ich vermuten. Kommt halt drauf an, ob andere hier auch mal mitmischen. Wie viel Geld könnten wir denn dir rauspressen eigentlich? Da können wir tatsächlich mal gucken, weil das wäre tatsächlich jetzt nochmal, damit wir den globalen Handel fördern könnten. Oh, schaut euch das an, was wir hier nehmen könnten, ne? Oh Gott, wir werden ab sofort, wir würden hier instant eine Supermacht werden. Meine Güte. In Nordeuropa meine ich natürlich. So viel kann man sich nehmen. Aber das würden wir nie im Leben überleben. Also man könnte ihm tatsächlich alles nehmen. Naja, das schauen wir uns zu einem späteren Zeitpunkt an. Okay, die haben jetzt tatsächlich schon den globalen Handel gefördert. Wo stehen wir denn da? So, wie viel Geld braucht man denn? 3600 noch. Okay. Also ich traue mich tatsächlich hier nicht irgendwie mit meiner Flotte rauszugehen, weil er hat halt einfach mal 15 Großkampfschiffe. Wir könnten den vielleicht besiegen. Wenn wir geeint arbeiten, könnte das funktionieren. Okay, jetzt kommen hier die ersten Feindtruppen. Und hier sind auch nochmal 25 Transporter. Was ich nicht ganz verstehe, ist, dass wir hier zwar eingestellt haben, dass er weiter kolonisieren soll, aber er es nicht macht, so wie es aussieht. Das sind alles die festlichen Provinzen noch. Schade. Ah ja, sehr schön. Da werden die 13 Kolonien, Kolonisten da geschlagen. Ulster haben wir gewonnen. Okay. Ja, es sind eigentlich genügend Truppen stehen zur Verfügung. Ich hoffe, dass jetzt irgendwie mal da hinten jemand aufräumen geht. Wir halten das Kriegsziel. Das ist wichtig. Und hier müssen wir tatsächlich viel mehr drauf vertrauen, was unsere KI-Begleiter denn machen. So. Du gehst hier hin, damit wir die ganzen Festungen kriegen. Und sobald wir hier oben das haben, dann können wir dann uns endlich auch nach Süden ausbreiten, ne? Also Irland werden wir kriegen. Das sollte nicht das Problem sein. Rebellion erfolgreich. Interessant. Naja. Darum kann ich mich jetzt aber einfach gerade nicht kümmern. Da bitte ich auch mal darum, dass einfach mal... Also ne, wir haben so viele Truppen und ich habe gerade wieder das Gefühl... Die wollen nicht. Die wollen einfach nicht. Endlich. Okay, das haben wir durch. So, dann werden wir hier mal uns einfach wie ein Besen nach Süden ausbreiten. Das Zeitalter des Absolutismus. Sehr schön. Okay, hier kümmert er sich jetzt endlich mal drum. Hier auch. Super. Also ein Teil der Truppen verlegt sich endlich nach Osten. Sehr gut. So, was halt wichtig wäre, ist, dass wir hier vorher erstmal noch das Dings gründen können, ne? Aber ich weiß halt nicht, wie wir das schaffen sollen. Wir kommen da jetzt halt nicht so ohne weiteres hin, ne?
Bessarabien haben wir verloren. Das ist natürlich maximal schlecht. Ach, hier hat er eine Festung hingebaut. Das ist ja mal interessant. So, in Lothian haben wir eine Rebellion. Die schlagen wir gleich nieder. Das sehe ich jetzt nicht so als Problem. Hier haben wir tatsächlich Truppenkontingente frei. Okay, und so wie es aussieht, wird der Engländer jetzt tatsächlich hier die Rebellen schlagen. Was ebenfalls gut ist. Dann müssen wir uns da nicht drum kümmern. Wir werden jetzt wahrscheinlich in diesem Krieg gar keine Kolonien großartig nehmen können. Wir werden erstmal unseren Vasallen hier füttern, Tyrannell. Aber viel mehr wird es nicht lang, glaube ich. Wir müssen jetzt hier wirklich ganz, ganz geschickt... Stufe 3 Handelseffizienz, den holen wir uns. Der kostet nämlich nur die Hälfte, wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Genau. Sehr schön. So, die Bauern hier müssen ebenfalls zerschlagen werden. Wer macht denn hier noch mit? Der ist tatsächlich, steht er allein da. Das ist super. Ne? Es ist wirklich, wirklich gut. Er hat jetzt noch zwei Festungen. Ne, vier Festungen. Zwei in Irland, zwei hier. Sobald wir alle haben, soll es das für ihn gewesen sein. Oh nein. Oh nein. Autsch. Das tat weh. Da habe ich nicht aufgepasst. Oh Gott. Da habe ich jetzt so gar nicht aufgepasst. So, aber wie kriegen wir das alles an Tyrannell rüber? Da ganz unten ist er. Okay. Geht ja noch. Als ob das System wüsste, welche mir wichtig sind. So. Okay, die ganzen Rebellen sind alle niedergeschlagen. Sehr schön. Guck mal hier nochmal, ob es hier noch was zu holen gibt. Nee. 1617, 5 Jahre Steuereinnahmen global nehmen wir. Oh, unsere ersten Truppen sind gelandet. Zähle ich jetzt natürlich nicht wirklich, weil diese 2000 Mann werden nicht lange leben. So, 85 haben wir. Wir müssen tatsächlich mal Lothian und Chartres rausbringen hier. Die machen halt so viel Überdehnung, da müssen wir wirklich gegenarbeiten. Naja, dafür haben wir dich hier stehen, damit das nichts passieren kann. Sehr gut. Das können wir ebenfalls an Tyrannell geben. Okay, die Festung ist ebenfalls gleich durch. Super. Nee. Besteuern wollen wir hier tatsächlich nichts. Wir wollen die natürlich möglichst loyal halten. Okay, dann haben wir zumindest schon mal Irland. Ja. In Paris. 19.000 Franzosen haben sich gegen unsere Herrschaft erhoben. Das kann doch fast nicht sein. Können sie es wagen?
Das hängen die alle hier unten fest irgendwie. Also, naja. Naja. Und das noch an ihn. Wenn wir das hier alles nehmen wollen würden, würden wir das jetzt sogar schon bekommen. Aber wir möchten natürlich auch Calais besitzen. Das soll Burgund erben. Und das hier soll tatsächlich... Nehmen wir das selber? Nee, das nehmen wir nicht selber. Das können wir uns momentan einfach alles nicht nehmen. Das bekommt Aragon. Nee, noch besser. Das bekommt... Das bekommt die Provence. Die Provence hat da eh Ansprüche drauf. So. Wir wollen natürlich noch Geld haben. Also ganz einfach gebe ich mich noch nicht zufrieden. Wir wollen auf jeden Fall noch die Hauptstadt besitzen. Okay, da kommt die Rettung in der Not. Savoyen und Sachsen, sehr schön. Okay. So, dann ist Paris gleich wieder unser. Jetzt müssen wir tatsächlich auch mal gucken, was ist denn eigentlich in Paris? Was steht denn hier noch? Wir haben Notre Dame noch auf Stufe 1 und der ist halt tatsächlich abgeraucht, ne? Verfügt über Kulturtruppe Französisch. Französisch? Ist das hier alles Französisch? Also wir müssten, so wenn ich das richtig verstehe, die Franzosen mit hier reinnehmen. Französisch, Fränkisch. 0%. Ja, wir haben sie halt noch nicht mal. So, da konnte man hier noch mal ein paar Punkte rausholen. Ja, Frankreich. Paris als nächstes hier mit integrieren. Oh, wir sind knapp unter den 100 wieder. Sehr gut. 78%. Ah ja, wir haben tatsächlich London genommen. Und werden jetzt hier hoffentlich einen Steak-Vibe erzeugen. Aber warum machen wir denn... Ach, das ist aggressive Expansion. Wir müssen hier natürlich hier unten gucken. So. Die Punkte aggressive Expansion, die stören uns jetzt halt wirklich gar nicht mehr, ne? So, das nehmen wir alles. So. 1200 Gold bisher. Ich würde halt da oben vielleicht gerne noch ein paar, so ein kleines Zipfelchen uns vielleicht noch gönnen. Von den Kolonien. Lass mal gucken. Wo wir denn jetzt hier hinkommen? 97%. Naja, das wird nichts. Das wird nichts. In diesem Krieg nicht. In diesem Krieg einfach nicht. Muss ja auch nicht immer alles sein. So. Okay. Russland, 16 Jahre. Tja,
Wir sollten auf 11 von 9. Okay, wir müssen hier tatsächlich den Militärzugang kündigen. Das hatte ich wieder vergessen. So, sind wir bei 10 von 9. Wir würden wieder auf 11 von 9 kommen, sollten wir... Obwohl, wartet mal, wir können jetzt gleich... Wieso kostet uns... Wieso können wir das noch nicht wählen? Was brauchen wir denn noch? 418. Okay, nächsten Monat können wir das nehmen. Dann können wir nämlich eine diplomatische Beziehung mehr halten. So. Jetzt haben wir nämlich das. Sehr gut. Und jetzt schauen wir nämlich mal. Jetzt müssten wir doch hier, genau, einen Diplomaten mehr und diplomatische Beziehung. Sehr schön. Sind wir nicht bei 10 von 10? Aber ich muss es probieren. Ich muss es probieren. Ich komme hier, ich kann da nicht widerstehen. Ich kann einfach nicht widerstehen. Staatsehe. Weil es ist manchmal, es ist passiert fast nie, aber wenn es doch jetzt passiert, dann würde ich mich ärgern, wenn ich es nicht getan hätte. So, wir haben natürlich jetzt noch ein kleines Problem. Wir kriegen unsere Truppen, so wie es aussieht, ja erstmal gar nicht zurück. Das ist aber tatsächlich gar nicht so schlimm. Die lassen wir erstmal da oben trainieren. Das können wir tatsächlich hier erstmal fördern. Wollen wir das denn jetzt schon? Ja. Wir fördern das jetzt alles. Fantastisch. Und wir haben 84% Kriegsstand. Minus 2, okay. Dann wird es Zeit, dass wir das nochmal neu machen. Also, er soll hier alles bekommen. Das ist korrekt. Wir nehmen Calais und wir wollen das alles weghaben, damit er hier nicht mehr in der Lage ist, irgendwie auf dem Festland Truppen zu stationieren. Und dann nehmen wir noch Kriegsreparationen und wir nehmen noch das, alle verfügbaren Mittel, die er hat und schicken das ab. Sehr gut. Damit haben wir Einnahmen 60 Gold. Und haben ihn, glaube ich, massiv geschwächt. Massiv. Also, hier wird alles schon gemacht. Sehr gut. Das können wir jetzt auch machen. Und das auch. Und dann hoffe ich doch, dass wir das, wenn das hier durch ist, dass wir dann alles haben. Ein Bündnis ist brüchig. Warum? Wie stark vor allem? Minus 618. Tja, also wenn du das Bündnis brichst, mein Lieber, dann werden wir wohl über kurz oder lang Krieg haben. Dann sei es so. Aber dann sollst du uns jetzt zumindest noch... Das ist natürlich jetzt ein bisschen ärgerlich, ne? Das ist jetzt wirklich ein bisschen ärgerlich. Ich hoffe, der kriegt sich nochmal ein. Wir nehmen uns jetzt erstmal noch 200 Dukaten von ihm mit. Weil perspektivisch wäre es mir natürlich noch lieber gewesen. Hätten wir die Möglichkeit gehabt, hier ganz einfach vielleicht einen unserer Leute, einen unserer Nachkommen, auf seinen Thron zu setzen. Das wäre mir fast noch lieber gewesen. Oh Gott. Meine Güte, die Meldungen darüber, die sind erschreckend über so viele. Über so viele Rebellionen. Jetzt müssen wir tatsächlich nochmal überlegen, wo könnten wir jetzt hier noch gescheit was abschöpfen? Hier auf jeden Fall. So, sind wir denn immer noch bei minus 618? Österreich und Portugal haben konkurrierende Interessen. Weil wahrscheinlich er das hier irgendwie ebenfalls als interessant betrachtet. Ne? Naja, komm. Aber dann bricht das Bündnis. Wir brauchen ihn auch eigentlich nicht. Wir brauchen ihn nicht.
Okay, wir können 122.000 Mann maximal haben. Wir holen uns auf jeden Fall noch Rekruten. Wir nutzen das jetzt hier noch. Okay, und dann können wir jetzt wieder umstellen. Ah, wir können auch nicht umstellen. 16 in 2 Jahren erst. Okay. Ah, wann können wir denn hier? Ich hoffe, wir können nächstes Jahr abdanken. Da würde ich mich tatsächlich ziemlich freuen, wenn das klappen würde. So. Hier brauchen wir noch einen neuen Anführer. Dann gehst du hier, weil er steht tatsächlich hier drauf, ne? Das ist ärgerlich. So, und dann gehst du hier noch mit trainieren. Wir bleiben jetzt hier tatsächlich einfach erstmal stehen. Wir sind gerade nicht im Krieg, das heißt, wir könnten unsere Flotte wieder nach Venedig verlegen. Und müssen dann jetzt tatsächlich mal schauen, dass wir hier auch... Wir brauchen mal ein paar Galeonen, ne? Da kommen wir jetzt nicht drum herum. Hier. So. Erstmal 4 Galeonen. Da müssen wir tatsächlich unsere Transportschiffe wieder ein bisschen upgraden. Ja, jetzt könnte man natürlich hier schon das Bündnis brechen, tatsächlich. Das brechen wir jetzt ab. Brauchen wir einfach nicht mehr. So. Dann können wir jetzt aber hier das nutzen, um tatsächlich Ansprüche zu erzeugen. Cumbria. Dann können wir das hier ebenfalls abbrechen. Und können jetzt wieder anfangen. Hier noch ein bisschen die ganzen Leute alle glücklich zu halten. So, wann können wir denn hier wieder den nächsten Krieg führen? 1620. Die Frage ist, ob wir hier überhaupt noch unsere Truppen brauchen. Was wir jetzt aber schauen könnten, ist, ob es denn uns jetzt gelingt, jetzt hier mal tatsächlich Krieg zu führen. Ob unsere Verbündeten... Heiligen Krieg können wir jetzt hier führen. Ja. Oh, das ist natürlich stark. Das ist natürlich stark. Klischee, und wer ist er hier? Tutul? Er hier oben. Also jetzt können wir nochmal richtig rasieren. Wir können jetzt quasi komplett Mittelamerika hier, den südlichen Bereich davon zumindest, krallen. Weil wir hier nämlich noch eine Provinz haben, meine Lieben. Das sieht doch fantastisch aus. Wir werden doch gar nicht lange fackeln. Möge der Krieg beginnen. So, wir nehmen alles rein und versuchen von allen so viel wie möglich zu nehmen. Möge der Bessere gewinnen. So, das hier drüben, das mit dem Drillen ist jetzt natürlich ungünstig. Wir können jetzt wieder anfangen. Das ist natürlich, die braucht man nicht. Es kommt natürlich auch keine Flotte hier rüber. So, die können natürlich weiter drillen. Wo stehen wir denn da eigentlich? Naja, bei 30% immerhin. Er geht direkt auf die Hauptstadt. Du hier hin. Du hier hin. Er bleibt da. Okay, wir haben 45.000 Mann. Das sollte reichen. Ah, jetzt haben wir auch einen Kriegsfund gegen Portugal. Sehr schön. Dann können wir nämlich hier demnächst... Wir haben gegen einen Untertan von Portugal. Haben wir den. Ah ja. Ne, die wollen wir natürlich nicht beackern. Okay, super. Das heißt, wir müssen jetzt eigentlich erstmal warten, bis wir hier wieder ein bisschen weiter oben sind, dass wir hier die ganzen großen Städte reinbekommen. Ne? Jetzt holen wir uns erstmal Paris, weil tatsächlich bin ich am überlegen, ob wir vielleicht nicht dann doch die französische Kultur mit bei uns aufnehmen, weil so könnten nur unter dieser Bedingung, glaube ich, schaffen wir es. Nee, verfügt über die Kulturgruppe Französisch haben wir. Wir müssen sie akzeptieren, okay. Das werden wir auf jeden Fall machen. Das werden wir auf jeden Fall machen. Also es wäre jetzt natürlich noch mega stark, würden wir jetzt noch Russland Personalunion erhalten. Mal gucken, mal gucken.
Aber meine Lieben, das schauen wir uns in der nächsten Folge an. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Ciao.